Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier von X4 Foundations. So, wir haben einen schönen neuen Auftrag angenommen, wo wir möglicherweise nochmal wieder am Schwarzmarkt ein paar Dinge handeln können. Das freut mich formidabel. Und vielleicht kriegen wir es auch hin, dass wir dann einen eigenen Schwarzmarkt aufbauen oder vielleicht in irgendeinem Gebiet auch noch Schwarzmarkthändler entdecken oder Piraten oder irgendwas. Bis jetzt haben wir da noch nicht so viel Glück gehabt. Wäre mal schön. So. Erfolgreich angedockt. Dann schauen wir mal. Achso, wir haben auch noch die ganze Schmuggelware noch an Bord, ne? Wir haben auch hier Sumpfkraut noch an Bord. Das haben wir nämlich aus Gothic geklaut. So, dann schauen wir mal. Guten Tag. Kann ich helfen? Ich grüße Sie. So, wie viel Geld kriegen wir jetzt dafür? Kann ich helfen? Bitte sehr. So, guck mal hier, ne? Der hat jetzt, im Moment gibt er uns noch keinen Zugriff auf interessante Sachen. Kann ich helfen? Und es scheint mir so zu sein, bitte, dass er das sehr erst tut, wenn wir mit ihm irgendwie so ein bisschen gehandelt haben oder so. Entschlüsselungsmodul. Brauchen wir auf jeden Fall wieder neue. Lieber mal. Hallo. Guten Tag. 12. Oh, der kauft von uns hier die Raumanzugs-EMPs ab. Eine behalten wir mal. Wir brauchen mal eine für Missionen. Aber die anderen Sachen kauft der auch nicht, ne? Also diese Sachen hier, die müsste der eigentlich auch kaufen. Bitte sehr. Und schaltet er jetzt mehr frei? Nee, ne? Nee. Bitte sehr. Aber jetzt schaltet er das hier frei, ne? Hm. War auch nochmal Gewinn gemacht. Bitte sehr. Aber ihr seht es, ne? Also wir können uns da so ein bisschen irgendwie die Fraktion hochboosten, aber hier mein Ansehen ist einfach nicht gut genug. Hallo. Bitte sehr. Seine Preise sind auch scheiße. So, können wir mit den neuen Modulen was basteln? Wir schauen mal. AGI-Prozessor, Sicherheitsschneider können wir damit wieder bauen. Da haben wir welche eingesammelt. Da haben wir jetzt 18 Stück von. Da bauen wir hier nochmal 3. Und Sicherheitsumgehungssysteme. Bauen wir auch nochmal ein paar. Ja, aber das, ja gut, das hat jetzt wirklich geklappt, also so wie ich mir das vorstelle. Ne? Also Schwarzmarkthändler ist da. Und jetzt können wir auch mal ab und zu mal Sachen loswerden. Ne? Das war irgendwie immer, die wollen ja immer alle nie. Was Raumanzugs-EMP, okay. Aber wie gesagt, diese Sachen will er nicht haben. Der dann nämlich selber, die will er uns höchstens verkaufen. Und das ist. Hallo. Schiffswerk Raumdock. Sende Ihnen jetzt die Informationen. Vielleicht kriegen wir so noch Wegpunkte zu anderen Händlern, aber ich glaube es eher nicht. So, und dann wollen wir hier den Sektor noch ein bisschen erkunden. Ne, hier kommen wir nur zum Haupthändlerbereich. Gut, dann würde ich sagen, lass mich mal hier ran. Danke, dass du so nett warst, hier mir den Stuhl warm zu halten. Obwohl, Echsen sind doch warmblütig, also kaltblütig, also, weißt du, wie ich meine? So, anfunken können wir noch 2 Signale. Hier ist eines davon. Ich gehe mit dieser Transmission ein großes Ziel an einem Auftrag interessiert. Zerstöre, nein. So, eine anfunken haben wir noch. Und ich glaube, wir können übereinkommen. Das ist so angenehmer.
Würde ich sagen, dann gehen wir gleich erkunden, beziehungsweise wir wollen ja auf dem Weg zurück jetzt eigentlich mal kurz auf unsere eigene Raumstation gucken, ob wir da einen dauerhaften Händler etablieren könnten, einen Schwarzmarkthändler. Und wir haben dafür einen politisch vollkommen inkorrekt natürlich. Ja, da wird es wieder, ne, die Kommentare wird es sicherlich dann geben, die dann wieder sagen, ja, das hast du einen Schwarzen genommen, um Schwarzmarkt-Sachen zu verkaufen. Garderol, ja, aber solange wir keine anderen Sorgen haben, bin ich auch beruhigt. So, da haben wir es nämlich. Oh, junge Dame, wie kann ich Ihnen helfen? Ich gehe mit dieser Transmission ein großes Risiko an. Sind Sie an einem Auftrag interessiert? Nein, bin ich nicht. Gut, dann haben wir ja alles erledigt. Dann würde ich sagen, wir testen jetzt mal das unbekannte Objekt hier. Gucken mal, was das ist. ...138 Kilometer. Dann schauen wir mal kurz in der Zwischenzeit. Was war das jetzt wieder? Der Plutos, ne? Der verdient irgendwie sehr wenig. Habe ich da noch was falsch eingestellt? Ividium 1, maximale Torentfernung. Müssen wir mal gucken, ob der vielleicht irgendwas... das, was der gerade sozusagen meinert, dass er das nicht mehr nimmt. So, wir haben hier Lutros, gefunden. Mineralien, Angreifer. Was befindet sich nun im Frachtraum? Sprungtor. Wir haben ein Sprungtor entdeckt, das ist aber inaktiv, wie es aussieht. Hey, das sieht doch schick aus. Fracht auswerfen und zwar so schnell wie möglich. Ja, kannst dich mal am Ärmel kannst du mich mal. Wir haben ja noch was anderes entdeckt. Wir sind erstmal nur statt. Aber warum ist denn jetzt hier dieses Symbol für den Schwarzmarkthändler drauf? Haben wir da vielleicht einen dauerhaften jetzt entdeckt? Das wäre ja schön. Da würde ich mich freuen. Und dann würde ich sagen, wir sind ja halbwegs in der Nähe von unserer Station, da fliegen wir dann mal wieder hin zurück. Wollen wir eben noch kurz hier ein, zwei Stationen mal eben abscannen. Und anschauen, ein Marodeur-Harpier-Angreifer. Alles klar. So, der ist am Erkunden. Ja, der ist wahrscheinlich, fliegt der gar nicht... Muss näher inspiziert werden. Der fliegt wahrscheinlich gar nicht erst weiter entfernte Stationen an irgendwie, ne? Das ist ja auch nicht so schön. Für unwirklich erstaunliche Fracht mit sich. Ich werde entscheiden, was einbehalten wird. Werfen Sie einfach die Fracht ab. So... Jo, ich würde sagen, das lohnt sich. Dann mal rucki zucke. Wir haben 4 Signale und 3-mal anfunken. Das erste haben wir direkt hier oben. Und dann haben wir es, glaube ich, jetzt in den letzten 35 Folgen genug, lang genug gemacht. Dann fliegen wir mal wieder nach Hause und gucken mal, was da so Neues gibt. Wer war das jetzt? Der Erzhonigfresser. Hallo? Scheint wieder irgendwie innen zu sein, ne? Oder? Na, vielleicht haben wir Glück und kommen da genug ran. Überproduktion Argot Sonnenkraftwerk, okay. Also was ich mit diesen Infos anfangen kann, ist mir noch nicht so ganz klar. Da habe ich auch Kommentare gelesen, da sind auch wieder dann 5 Stühle eine Meinung. Ja, das war nicht so hilfreich. Ne, 1 Stuhl 5 Meinung, so rum war es eigentlich richtig. So, dann schauen wir mal hier weiter.
Hier vorne ist der nächste. Ja, es geht doch ein bisschen schneller als im Raumanzug, okay. Bleiben Sie ruhig. Aber das Schöne ist, wir müssen das eh machen. Geht auch nichts verloren und so. Weil wir bauen diese ganzen Baumodule für unsere Raumstation. Und dann, wenn wir das so machen, dann müssen wir die nicht kaufen. Außerdem haben unsere Händler dann vielleicht eine Zeit lang die Möglichkeit, hier bessere Preise zu machen. Aber ich weiß nicht, wie man das quantifiziert, ne? Wir haben ja zum Beispiel gesehen... Aha. Wenn wir in der Station die Terminals hacken, ne? Da haben wir so ein paar Prozent. Ich glaube, das lohnt nicht, wenn wir erst zwei Raumschiffe oder so zum Handeln haben. Liefere! Jawohl. Ich wusste, dass ich auf Sie zählen kann. Ja. Ich auch. Ich hoffe, dass wir jetzt, wenn wir nur Schwarzmarktmissionen machen, dann unser Standing bei denen steigt. Aber es scheint mir nicht so, wenn ich ehrlich bin. Undock-Erlaubnis erteilt. Aber wäre schön, diese... Angedockt. Man muss übrigens immer erst warten. Hallo. Hallo. Willkommen. Man muss übrigens immer erst warten, bis der wirklich angedockt ist. Ansonsten, man muss übrigens immer warten, bis der wirklich komplett angedockt ist, weil ansonsten zerschlägt es einem die Mission. Dann trackt er nicht richtig, dass ich jetzt hier auf der Station schon gelandet. Verstehst du? Gelandet bin. So, gucken wir mal. So, und dann würde ich gleich nämlich, wenn wir mit dem hier gesprochen haben, zur anderen Bar zurück. Und gucken, ob wir da wirklich... Kann ich Ihnen helfen? Ich grüße Sie. Kann ich Ihnen helfen? Aber der Ruf, der steigt irgendwie nicht, ne? Bitte sehr. Nehmen wir nochmal glatt mit. AGI-Prozessor können wir auch mal gebrauchen. Aber der kauft es dann auch nicht von mir ab, ne? Bitte sehr. Aber Waren will er auch nicht mit mir handeln. Mir leid, aber das weiß ich nicht. Naja, das ist ja auch gelogen. Das ist mir beide. So, der Herr Joghurtis, der will natürlich auch nicht mit uns reden. Dann checken wir noch die anderen Datenlecks ab, würde ich sagen. Und dann fliegen wir mal ganz kurz wieder zurück zu den anderen Stationen. Beziehungsweise wir brauchen ja nicht fliegen. Warte mal, wir können doch teleportieren, ne? Oder geht das nicht mehr? Guck mal, jetzt habt ihr auch einen Hut oben drauf. Das ist neu. Das ist echt gefixt. Das wäre cool. Oh, wir können hier nicht mehr teleportieren hin. Es muss also immer ein Raumschiff von uns da sein. Aha. Das ist neu. Das ist schade eigentlich. Erlaubnis zum Undock. Undock-Erlaubnis erteilt. Aber gut, macht glaube ich auch Sinn, weil ansonsten war es doch echt... Ja, also mal so, ne? Wäre ich Game Designer, bei Egosoft hätte ich wahrscheinlich auch was Ähnliches gemacht, denn dieses Porten nimmt schon ganz schön die Immersion raus. Wenn wir ehrlich sind. Ich bin sicher, es gibt dann wieder irgendwelche Mods, die das dann wieder rückgängig machen. Was steht denn da so, ne? Classic Teleportation. In former time it was possible to teleport from bla bla bla. This mod restores it to the original game bla. So, ein Signal haben wir noch. Danke. Ja gut, so, und das würde ich jetzt gerne testen, und zwar, ach, die haben doch so viele Stationen hier. Mann, haben wir denn auch irgendwo, wo wir hier Satelliten raussetzen sollten? Nee, ne?
Komm, da gucken wir mal, was das für eine Station ist. Und dann würde ich gerne zu der einen zurückfliegen. Gucken, ob der Schwarzmarkt genau da ist. Das wäre cool. Weil dann können wir uns vielleicht, sagen wir mal so, einen Händler raussuchen, mit dem wir regelmäßig Handel treiben. Ich glaube, das macht Sinn. Und dann wollte ich noch eine andere Sache gucken, nämlich ob wir jetzt irgendwie Geld dafür bekommen haben. Provision, Rabatt. Nee, ne? Irgendwie nicht. Also ist mir auch noch nicht so ganz klar, bin ich ganz ehrlich, was es dann bringen soll. Naja. So, was haben wir hier? Wir haben eine Hightech-Fabrik. Danke. Da waren jetzt nur zwei Signale. Ich glaube, die nehmen wir mal mit. Anfunken, hervorragend. Wow! Oh, ist so ganz schön exponiert, der Kollege hier. Ich hoffe, Sie können helfen. Nimm. Nein, 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 machen wir nicht. Gucken wir uns die einen noch an und dann fliegen wir mal zur einen Station zurück. Und dann würde ich sagen, wir fliegen nach Hause. Und wir müssen langsam für das Geld, was wir haben, wieder neue Schiffe kaufen. Alter, das aussieht hier oben, ne? So ein kleines Feuerwerk. Das sollte eigentlich kein Funksignal sein. Aber ich brauche Hilfe. Bitte, ich brauche Hilfe. Mit dieser Transmission ein großes Ziel an einem Auftrag interessiert. Liefere sie, Alter, ja, natürlich. Ich wusste, dass ich auf sie zählen kann. Autsch! Undock-Erlaubnis erteilt. Gut, dann machen wir das noch. Aber so, wie ich das so sehe, der Gesamt... das Gesamtansehen steigt irgendwie nicht, ne? Also mein infernaler Plan war ja, dass ich jetzt einfach irgendwie mein Ansehen steigere bei denen und dann irgendwie die dauerhaft damit mir handeln. Oder war vielleicht, dass wir jetzt diese einen Sachen schon immer handeln können? War das vielleicht schon ein Hinweis darauf, dass wir es in Zukunft immer können? Hm. Ich grüße Sie. Verschwinden Sie. Müssen wir erst herstellen. Sicherheit, Entschlüsselungssystem. Ja, moin. So. Mal das mal. Kann ich helfen? Ich grüße Sie. Kann ich helfen? Bitte sehr. Aha. Guck mal hier. Hervorragend. Und Fernzünder, auch sehr gut. Und Halluzigen, da können wir Drogen wieder herstellen. Das ist ja hervorragend. Okay, aber der nimmt auch wieder nichts, ne? Der würde halt eine Raumanzugs-EMP von mir abkaufen, aber hier die Sachen auch nicht, ne? Ich wünsche eine gute Reise. Und mit dem Ruf, das, das will auch noch nicht so ganz klappen. So, dann können wir hier noch mal ein paar Sicherheitsentschlüsselungsdinger. Warte mal, wo haben wir denn hier? Die hier. Dann fehlen uns wieder instabile Kristalle, bräuchte man noch für die Raumanzugsbomben. Kann ich helfen? Da bin ich mir nicht so sicher. Da hat er auch nur zwei Stück von. Erweitertes Zielmodul und so sagen wir, das ist alles nichts.
Ich wünsche eine gute Reise. Vielleicht kauft er uns ja noch so ein Raumanzugsding ab. So, und da bin ich einfach gespannt und das werden wir jetzt in der nächsten Folge rausfinden. Jetzt hat er keinen guten Preis dafür, ne? Also, wir werden in der nächsten Folge rausfinden. Dann nehmen wir hier dafür für das Geld dann noch ein paar Heuristikprozessoren mit. Ja, in der nächsten Folge werden wir rausfinden, ob jetzt auf der anderen Station der Schwarzmarkt hintergeblieben ist. Und dann werden wir in der nächsten Folge zurück zu dieser alten Station fliegen. Und wir werden auch irgendwie vier andere Stationen da hinten auf der Map aufdecken. Das alles so mehr in X4 Foundations in der nächsten Folge. Und dann wird es mal wieder Zeit, dass wir ein neues Schiff kaufen. Macht's gut.